Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Forza Horizon 4. Ich glaube, es wird mittlerweile immer selbstverständlicher, dass ich mir wieder mal ein neues Auto gekauft habe. Wie man sieht, ist es dieses Mal der Bugatti Chiron in Blau. Ist der nicht geil? Mega geil! Ja, ich finde auch. Vor allem diese Lampen hier gefallen mir gut. Wir setzen uns direkt mal rein und fahren mal eine Runde los, ne? Ja, let's go. Ich glaube, vor uns ist auch so eine Blitze, die wir mitnehmen werden. Die ist zwar noch ein bisschen entfernt und die haben wir zwar auch schon, aber ist doch wurscht. Hauptsache, wir haben Spaß. Einmal ein bisschen Gas geben, wir gehen doch lieber in die Außenansicht, da sieht man etwas mehr. So schlecht klebt er auch nicht an der Straße. Zwar nicht so gut wie die Autos aus der letzten Folge, aber es geht auch deutlich schlechter. So, einmal Vollgas. Genau. Sechster Gang. Mega geil. Oh Gott, wir fliegen. Alter, dieser Sprung war ja geil. Und zack, da ist die Blitze mit 329 km/h. Läuft bei uns. Da war nochmal ein kleiner Sprung drin. Alter, also die Karre kann was. Würde ich mal behaupten, ne? Ja, wir fahren einfach noch mal ein bisschen durch die Gegend und suchen mal ein paar Blitzer, ne? Wir können natürlich auch einfach mal ein bisschen bremsen. Und die Bremsen zum Glühen bringen. Ne, Spaß, wir gucken noch mal hier nach Blitzern, welche wir noch nicht gemacht haben. Denn da gibt es auch einige, die ich noch nie gemacht habe. Wer jetzt gedacht, lass mal gucken, was fehlt uns denn noch? Hier ist einer. Mit 273. Ist machbar, ne? Denn davor ist es ja recht lange gerade. Müsste machbar sein. Das heißt, wir fahren da einmal hin. Das sind noch 9,4 Kilometer und wir müssen direkt erstmal wenden. Das fängt ja gut an. So, Rudi, mach mal was Platz hier. Ich muss hier wenden. Och, jetzt kesselt ihr mich hier ein. Ihr seid ja gemein. Das hat sich gereimt. Lil. Ja, juckt eigentlich niemanden. Dann einmal vorwärts. So, Vorwärtsgang rein und let's go. Noch 9,4 Kilometer. In 200 Metern aber scharf rechts abbiegen. Okay, kriegen wir hin. Aber diese 9 Kilometer sind ja mit dem Auto schnell gemeistert, ne? Kollege? Sorry. So, klären wir später. Weiter geht es. Mit Vollgas natürlich, wer kennt's nicht. Der Heckspoiler klappt sich aus bei der Geschwindigkeit, das ist ja mal wieder fabelhaft. Gefällt mir gut. Abbiegen. Boah, die Karre geht ja mal richtig ab hier auf der Geraden, ne? Ist das geil. Macht einfach Spaß, mal hier ein bisschen Urlaub zu haben im Simulator, ne? Warum nicht? In 400 Metern rechts abbiegen. Okay, machen wir. Also mal abbremsen. Würde sich empfehlen dafür, rechts ne? Abbiegen. Genau, rechts abbiegen. Easy going. So, weiterfahren. Let's go. Oh Gott, im fünften Jahr wahrscheinlich. Sieht aber echt schön aus hier, diese Heide neben uns mit den Windrädern. Und es gibt so Orte, da steht zwar, dass ich da schon war, aber ich kann mich halt einfach gar nicht dran erinnern. Denn wann war ich denn schon mal in so einer geilen Heide mit Windrädern unterwegs? Kommt mir gar nicht bekannt vor. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. Wir geben mal ein bisschen Gas. Wollen heute noch ankommen, noch 2,6 Kilometer. Und dann sind wir auch schon da. Ich hoffe, wir springen jetzt nicht. Das wäre ungünstig. Nee, geht. Geht klar. Sehr gut. Boah, ist das geil. Zack. Da war noch ein Blitzer. Läuft bei uns. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was? Da fehlt ein Stern. Leute, Planänderung. Wir holen uns jetzt diesen Stern, der da noch fehlte. So, ich bin jetzt bis zur nächsten großen Kurve wieder zurückgefahren. Damit wir diesen Blitzer im besten Fall auch mal mit 3 Sternen schaffen können. Und ja, wir müssen gucken, dass wir einigermaßen gerade fahren und nicht jede Kurve mitnehmen, damit das auch was wird. Denn das ist eine ordentliche Geschwindigkeit, die wir hier toppen müssen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Und ihr drückt mal alle auf den Like-Button, damit das Ganze auch gelingt. Das bringt nämlich Glück. Ja. So, Autos sehe ich jetzt keine. Das ist natürlich gut. Vollgas hier, siebter Gang, 300. Ach kacke, ich bin daneben gefahren, ich Affe. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Vollgas und zack, da ist er die Blitze mit 350 und haben wir die 3 Sterne. Was? 36 km/h mehr. Leute, ich fahre nochmal zurück, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Da ist er die Blitze und das war scheiße. So, ich bin jetzt nochmal zurückgefahren, habe mir Verstärkung besorgt, nämlich vom Königseck und hoffe mal, dass der uns die 3 Sterne locker holen wird. Ja, wir fangen direkt an. Einmal
Gas geben, ne? Let's go! Ihr kennt das, ne? Drückt auf den Like-Button. Das bringt Glück. Und dann schaffen wir jetzt hoffentlich auch die 3 Sterne, wenn da nicht so ein blödes Auto uns den Weg versperrt, ne? Das kann natürlich immer sein, aber ihr habt ja alle geliked, dann müssten wir auch das Glück haben, dass da kein Auto kommt. Und zack, 390, jawoll. Und, haben wir es geschafft? Jawoll, da sind sie, die 3 Sterne. Leute, habe ich das gut gemacht? Nein. Okay, dann wechseln wir jetzt wieder hier zu unserem Bugatti, damit wir auch wieder ganz gechillt weiterfahren können. So, dann fahren wir erstmal ganz gechillt weiter mit unserem Bugatti zu unserer eigentlichen Blitze. Genau, da sind wir auch gleich schon, ne? Genau, ich gucke mir das Ganze mal ein bisschen an hier. Denn die ist ja exakt in dieser Kurve drin. So, wir stehen jetzt ein paar hundert Meter vor unserer eigentlichen Blitze, die wir erwischen wollen. Da hinten sieht man das Meer, also sehr schöne Urlaubsgegend hier. Und würde sagen, wir fahren direkt mal los, um die 2. Blitze heute mit 3 Sternen zu toppen. Let's go! Hier ist noch eine recht steile Kurve, aber das müsste auch kein Problem sein, ne? Vollgas, vor uns sieht man auf dem Navi schon die Blitze. Hier ist in so einer blöden Kurve drin, deswegen ist das doch gar nicht so einfach. Aber schaffen wir es, 250 und wie viel war das? Okay, 2 Sterne, damit gebe ich mich jetzt ausnahmsweise auch mal zufrieden, denn wenn wir jetzt wegen jeder Blitze Auto wechseln, wäre es natürlich auch ein bisschen langweilig, ne? Macht Sinn. So, wir gucken mal, was für Blitzer wir noch haben. Okay, als letztes nehmen wir noch diesen Blitzer mit 233 km/h, müsste machbar sein. Einmal fahren wir dann natürlich noch hin, sonst lässt sich schlecht blitzen, wenn man nicht da ist, ne? So, einmal Gas geben, noch 3,6 Kilometer bis zur Blitze und dann, ja, bis gleich. In 400 Metern links abbiegen. Okay, hier müssen wir links. Oh Gott, sorry, Telefon fällt für euch jetzt leider aus. So. Schon sagen, ne? Leute, was steht ihr da so rum? Seid ihr hohl? Macht euch mal vom Acker. Meine Güte, immer diese Leute einfach stehen bleiben. Nicht mal zur Seite fahren. Nee. Naja, gut. Sollen uns nicht weiter stören. Wir geben Gas und sind glücklich. So, jetzt einmal Gas geben. Ach geil, das ist eine Blitzerzone. Das ist natürlich super, dann können wir die Kurve einigermaßen kriegen. Einmal hier langsam um die Kurve mit Gefühl und dann nochmal ordentlich Gas geben, um den Durchschnitt nochmal einiges zu erhöhen. Genau. Richtig schön heizen hier. Schön rum mit Gefühl. Und das Ganze zu Ende. Und zack, 205 Durchschnitt. Kann man machen. Wie viele Punkte hat das jetzt gegeben? Wie viele Sterne? 2. Ist doch ganz gut. Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Abonnieren natürlich auch nicht vergessen. Und auf Insta folgen, wenn man mich mal sehen will. Auf Discord, wenn man mal mit mir reden will. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.